Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Pokémon Schwert, die Insel der Rüstungen. Oder der Rüstung. Ich war ein bisschen blöd im Kopf, denn man kann doch auch so schwimmen. Kann ich da eigentlich her? Nee. Okay. Auf jeden Fall kann man ja mit dem Fahrrad, konnte man ja dadurch. Ach, das war ja was. Tapferkeitshöhle, okay. Oh, ich habe hier irgendwie ein Dings gehört, aber ich sehe hier nichts. Gleich über uns. Vielleicht über uns. Oh, ist aber groß hier. Oh, guck mal, hier haben wir noch einen Dick da. Schnappen wir uns mal direkt. Ah, sechs Dinger hier verstecken sich hier, okay. Das ist aber hier gut versteckt alles. Was ist das denn? Ach, das ist dieser Oktopus, ne? Dich haben wir aber schon. Dich haben wir, glaube ich. Wir können gerne gucken, aber ich meine, du wärst neu und deswegen haben wir dich eh schon. Oh, ich liebe diesen Sound, ey. Ja, dich haben wir schon. Flucht. Hier leuchtet irgendwas. Rüstungserz. Ein seltenes Gestein, das auf der Rüstungsinsel zu finden ist. Gibst du es einen Sammler? Auf der Insel passiert etwas Gutes. Oh, cool. Oh, hier ist ein Welser. Oh, links war ein Tech-Test. Oh, cool. Welser haben wir noch nicht, oder? Würde mich jetzt wundern, wenn wir den schon haben. Nee, haben wir. Doch, haben wir schon. Oh, den haben wir echt schon. Okay, dann Flucht. Dann sorry, Welser. Tech-Test haben wir wahrscheinlich auch schon. Aber wir gehen trotzdem mal gucken, ob wir den noch brauchen. Ne, den haben wir schon. Okay, dann Flucht. Dann Flucht. So, ich gehe erstmal wieder vom Fahrrad runter, denn hier sind nämlich Sachen. Beleber. Und nochmal Rüstungserz. Okay, sehr schön. Da hinten haben wir noch einen Pokéball. Ich möchte mal eben Beute meinen Maxsacks ein bisschen aufpäppeln. Bei Tränke. Wo haben wir denn hier was? Top-Trank. So, hier, bitteschön. So. Oh, da haben wir dieses Fledermaus-Ding. Eisbrocken. Ich habe den Namen vergessen. Fleckneul? Fleckneul, glaube ich. Ja, Fleckneul. So. Komm her, komm in mein Team. Falls wir dich noch nicht haben. Ich bin mir nicht sicher. Oh, dich haben wir auch schon. Okay. Okay, dich haben wir also auch schon. Hier haben wir noch einen Dick da. Hallo. Noch fünf sind hier drin. Darunter kann ich wahrscheinlich eh nicht. War da gegenüber noch was? Nee. Da war irgendwas. Ach, ein Britzigel. Dich habe ich auch schon. Das weiß ich zumindest. Hallo, Reißlaus. Ja, lauf du mal weg. Oh, cool. Wir gehen erstmal hierher. Oh, ist das hier groß alles. Ah, dich haben wir auf jeden Fall schon. Was haben wir hier? Tentacha, Tentoxa müssten wir auch haben da drüben. Oh, Litomid. Litomid? Weiß ich nicht, ob wir das haben. Aber ich glaube schon. Ich glaube, dich haben wir auch, oder, Litomid? Was sagst du denn? Was sagst du? Habe ich dich schon oder nicht? Ja, dich habe ich. Okay, dann Flucht. Alter, das ist ziemlich groß hier unten. Und ich war noch nicht mal beim Dojo. Wo das eigentlich die Hauptmission ist. Nee, nicht einsetzen. Da haben wir noch ein Dings. Ah, noch ein Dick da. Noch vier sind hier. Oh, hier haben wir wahrscheinlich eine Ringbucht. Oh. Oh mein Gott, Leute, ist das groß hier. Ach, du bist dieses Octo-Ding. Was haben wir hier? Gastella. Octo-Ding. Und das Viech. Hier haben wir einen Dick da. Was ist das da hinten? Weiß ich nicht. Ich möchte eigentlich erstmal die Höhle gleich da begutachten. Oh, Skookamboo. Brauche ich dich? Kann sein, dass ich dich brauche.
Sankabu, Sankabu. Okay. War ich nah dran. Nah dran ist auch dann... Oh, das Geist, ne? Oh, das kann ich nicht mit Trugschlag fangen. Dann komm so in meinen Pokéball, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte, Fahrradkette. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sankabu. Es entstand aus einem Sandhaufen, in den der Groll eines Verstorbenen fuhr. Die Schaufel auf Sankabus Kopf ist sein größter Schatz. Oh, süß. Sankabu ist echt cool. Sieht auch cool aus, finde ich. Oh, der hat eine Perle verloren. Was machst du? Ja, lauf mal, los. Ich will die Perle haben. Oh Gott. Er ist eine Spinne geworden. So, da. Ah, Sonderbonbon. Okay, Sonderbonbon ist auch cool. Hallo, Dickdaschen. Boah, ist das groß hier. Junge, Junge. Oh, da ist ein Pokéball, den habe ich noch gar nicht gesehen. Den holen wir uns auch mal eben. Oh, Heißbrocken. Gastella. Dieses Viech. Hier haben wir auch noch eins. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder hier rein. Denn ich glaube, es ging nämlich links noch weiter. Und wir müssen einmal darüber. Ja, aber ich... Achso, ich kann es auch so ansprechen. Okay. Gut zu wissen. Gehen trotzdem mal nochmal hier an Land. Oh, vielleicht auch nicht. Vielleicht gehen wir einmal hier hinten durch. Tentacha haben wir auf jeden Fall schon. Da ist auf jeden Fall... da oben ist ein Dings. Ui, ui, ui. Oh, Chanera. Ich muss Chanera nochmal fangen. Ich habe nämlich vorhin nicht gespeichert. Tut mir leid. Ist mir passiert. Also vorhin, ne? Meine ich im letzten Part. Habe ich nicht gespeichert. Und dann war es weg. Ich war irgendwie komplett verpeilt, dass man hier noch speichern muss. Ich spiele ja Minecraft Dungeons, das wird online gespeichert und Animal Crossing wird auch online gespeichert, deswegen... Oh Gott, ich habe Kreuzschere. Oh, sorry. Tut mir leid, Chanera. Das wollte ich eigentlich nicht. Naja, mach's gut. Wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Irgendwann. Ah, hier haben wir auch noch eins. Ja. Oh Gott, ich will von meinem Ding hier runter. So, hier war auch noch was. Mini-Pilz. So, dich habe ich auf jeden Fall. Wenn ich Lithiumit habe, dann habe ich dich nämlich auch. So, Reißlaus, du hast mich nicht gesehen. Das ist... Hier geht schon wieder raus. Da steht auch jemand. Okay. Ich gehe erstmal noch nach hier unten hin. Hier waren wir nämlich noch nicht. Oh, ist das groß, Leute. Oh. Hier ist dieses Ding. Der komische Lego-Drache. Also, er sieht so aus wie ein Lego-Drache, finde ich. Komm her, Kleiner. Komm her, Lego-Drache. Schadrago. Weiß nicht, irgendwie erinnert der mich immer an Lego. Ich weiß auch nicht warum. Bei der Kopf vielleicht, weiß ich nicht. Ich weiß echt nicht warum. Drache gegen Drache ist natürlich super, aber ich guck mal, wie viel Trugschlag macht. Wie viel machst du? Du machst nicht ganz viel. Wie viel macht er mit Knirscher mehr, oder? Nee, nicht mal. Okay, ja, dann mach ich nochmal einen Trugschlag hier, bis du auf gelb bist. Super. Gut, einfach. Oh, das könnte jetzt wehtun. Ja, das tat weh. Aber hast du gut gemacht. Und jetzt hier Hyperball. Oder haben wir den schon? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber ich meine nicht. Ich meine, wir haben dieses Viech nicht, weil das mochte ich irgendwie nie. Das habe ich auch, glaube ich, noch nie in meinem Team gehabt. So, zeig mal her hier. Pokédex, Shadrago.
Shadrago lebt in Grotten, kühlt seinen Körper ab, erstarrt ist, weshalb es regelmäßig Sonnenbäder nehmen muss. Oh, okay. Interessant. Interessant. Der Eintrag. Da haben wir nichts. Okay, dann gehen wir mal hier. Hier ist ein Raid. Ich bin gespannt. Hier haben wir Verhöhner. Okay. Oh Gott. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, wieso auf einmal die Musik so abging. So, und dann haben wir hier noch ein Dings. Ein Diktaschirn. Cool, ich habe alle Diktas, die es hier gibt. Okay. Das ist ein Dingsi-Bums, das haben wir aber schon. Ich glaube, ne, das brauchen wir nicht zu machen. Das wird sich nicht lohnen. Gut. Dann wären wir schon mal mit der Höhle erstmal vorerst fertig. Hier gibt es bestimmt noch Pokémon, die wir noch nicht haben. Aber wir gehen ja eh erstmal auf Erkundungstour. Deshalb können wir hier beruhigt weitergehen. Hier kann ich nochmal angeln. So, was haben wir hier schönes? Carpador, ne? Ja, war ja klar. War ja klar. So, dann machen wir mal hier ganz schnell Flucht. So, und hier steht jetzt jemand. Hallo. Hallo, ich komme aus einer anderen Region und suche nach Pokémon aus Galar. Hast du vielleicht ein Galar Flampion? Wenn ja, würdest du dein Galar Flampion gegen ein Flampion aus meiner Region tauschen? Gerne. Oh, da muss ich mal gucken hier. Ob ich eins noch habe. Ich habe die auch gezüchtet. Ja, aber ich glaube, ich habe sie nicht gezüchtet. Sorry für die Fehlinformation. Da ist es. Das war ein chinesisches, ne, von Japan. Okay, machen wir trotzdem. Tausch. Ja, komm. Tschüss, kleines Flampion. Süßer. Wir sehen uns irgendwann wieder, glaube ich. Oh, cool. Flampion war cool. Das habe ich lieber genommen als Floink in der fünften Gen. Gen. Da haben wir auch ein Urgel tatsächlich. Ich möchte mal eben hier Chanaira raustun. Oder wen tue ich raus? Oranga kann ich auch raustun. Und nehme stattdessen ihn hier mit. Der kann sich nämlich nur entwickeln oder braucht er dafür einen Feuerstein? Heute? Guck mal eben, was wir hier für Steine haben. Boah, wir haben echt viele wenig Dinger, ne? Ach Gott, wieder. Oh Mann, ey. Nee, können wir vielleicht von hier hinten anfangen? Danke. So, Feuer. Wo ist denn F? Hier ist Feuerstein. Ah, nee. Okay. Okay. Ich speichere trotzdem mal. Ist wichtig, dass ich das hier nicht vergesse. So, gehen wir mal hier gucken. Hier haben wir was. Ist das ein Enton? Hallo Enton? Bist du neu hier? Enton. Nee, ne? Oder? Alter, ich habe so überhaupt keine Ahnung, wer hier neu oder wer hier alt ist. Auf jeden Fall habe ich dich gleich. Oh, ist ausgebrochen. Schade. Wunderraum, okay. Verteidigung steigt. Das macht nichts. Ich schmeiß noch einen Hyper, weil ich habe ja genug. Genug. Oh. Och man, muss ich jetzt echt gegen dich hier kämpfen, Enton? Ist das dein Ernst? Ach, dann hier, Trugschlag, bitteschön. Naja, mach Hydropumpe. Tschüss, mein Kleiner. Max. Nächstes Pokémon rufen. Kramor.
Erzwinger. Und Pokéball. Pokéball. Ich habe überhaupt keine Orientierung, wo ich gerade bin, Leute. Fällt mir gerade so nebenbei ein. Kraftschub, nee, Kraftschub mag ich nicht. So, Anton. Anton leidet permanent unter Kopfschmerzen. Wenn es seine geheimnisvollen Kräfte freisetzt, sollen die Schmerzen für eine Weile nachlassen. Wer kann sich noch nicht entwickeln? Hast du ja nur mit Freundschaft, deswegen tut's mir leid, du bist erstmal weg. Auch wenn du eines der cutesten Pokémon bist überhaupt, musst du erstmal weg. Boah, Alter, dieses ganze Meer hier zu erkunden, ne? Das wird ja auch dauern. Das wird dauern, Leute. Ein Magnetilo. Dich müssen wir auch nicht haben. Ich glaube, du bist auch neu. So, ich guck mal, wie viel du aushältst, was Borschnabel angeht. Ah, du hältst schon was aus. Okay, sehr gut. Das ist, glaube ich, nur für spezielle Angriffe, ne? Ja. Gut, dann kann ich nochmal Borschnabel drauf machen und dann schon mal den Pokéball. Dann haben wir dich nämlich auch schon. Zielschuss. Okay, aua. Ja, wow, super. Super Ziel. Hier, weg mit dir. Komm in meinen Ball. Komm in mein Ball, in mein Pokéball. Oh ja, 19, super. Manchmal gehört die Elektrizität in seinem Körper zur Neige, woraufhin es zu Boden fällt. Eine Batterie bringt es wieder in Bewegung. Ups, irgendein Magnet hat er wahrscheinlich mitgehabt. Gab's hier ein Dings? Weiß gerade nicht. Nee. Sehe hier keine Dingsies. Okay. Monpeko haben wir wahrscheinlich. Haben wir, glaube ich. Ja, ja, das haben wir. Sterndu, okay. Und Pedipa gibt's auch. Cool. Aber erstmal kümmern wir uns hier um Sterndu. Denn Starmie muss ich auch nochmal fangen. Wenn ich das gleich finden sollte. Borschnabel. Oh, das ist weg. Okay. Das war's wohl, kleine Stern, du. Ja, Feuerzahn hast du erlernt. Gegen Biss. 1, 2 und schwupp. Yeah, sehr gut. Sehr gut. Pedipa, kommst du runter? Pedipa? Pedipa. Ne, Pedipa will wohl nicht. Pedipi hat was gegen uns. Hat was gegen uns. Ich will der Allerbeste sein. Welches Intro ist eigentlich von euch das liebste? Meins ist Held sein von Pokémon Frontier. Advance Frontier. Das mit Maike Rocco, also die Höhenregion. Denn ich will ein Held sein, halt dich an mir fest. Ich glaub daran, denn ich will ein Held sein, du 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 du. Denn ich will. Oh, ich hab Borschnabel eingesetzt. Wollte ich gar nicht. Sorry, Sterndu. Ups. Upsala. 22. Okay. Ach, Sterndu, weißt du was? Du stehst mir zu schnell. Mach ich lieber was anderes. Kommst du bitte hier runter, Pedipa? Ich hab dich noch nicht. Komm, hallo, hau nicht ab. Hallo, komm doch. Hallo? Alter, Pedipa? Pedipa, ich komm nicht ran. Ich komm nicht an dir ran. Ist so ein Witz hier. Echt ein Witz. Pedipa, komm ich vielleicht an dich ran? Komm mal her, Kleiner.
Das ist doch hier ein Witz, oder? Okay, Pelipper, ich hasse dich. So, Starmie, komm in mein Team. Ich wurde krass verarscht von Pelipper. Krass verarscht. Bohrschnabel, das überlebst du. Müsstest überleben, weil du müsstest eigentlich bessere Werte haben als dein Kind. Ja, sag ich doch. So, und jetzt Poké Hyperball. Oha. Hallo? Starmie, hörst mal auf. Das geht so nicht. Ich hab gesagt, du kommst in meinen Pokéball. Ja, ja. Hä? Als ob Härtner schneller ist als Pokéball werfen. Und, hä? Ich hab schon wieder A. Junge, wieso drücke ich immer A? Kann ich A einfach Pokéball schmeißen sein? Das ist ja, ich halte gerade das Spiel hier für eine Lüge. Okay, ich fange euch irgendwann anders, ja? So, soweit ist es jetzt. Soweit ist es jetzt. Ja, Pelipper, bei dir da oben, da kann ich nichts machen. So. Was willst du hier tauschen? Du wirst nie und nimmer glauben, was für einen grandiosen Pokémon ich begegnet bin. Für zeige ich dir meine abgefahrene Entdeckung, aber nur ausnahmsweise, okay? Was denn? Ein Carnivana. Ja, cool. Ja, cool. Toll, danke schön, dass du mir Carnivana gezeigt hast. So, hier kümmern wir uns jetzt nochmal um Starmie. Mann. Dieses Spiel, Alter. Oh, Härtner, direkt jetzt schon. Oh, ich hoffe, es ist dann noch hier. Rot. Ah, nee, überhaupt nicht. Okay, komm, Hyperball. Wir schmeißen es einfach. Nee, hat nicht geklappt, macht nichts. Diesmal drücke ich lieber B. Oder vielleicht auch X. X, vielleicht geht X. X? Oh, dann A. X und A, okay. So, komm Starmie, ich brauch dich. Oh, Starmie, ich hasse dich jetzt schon, ne? Weißt du das eigentlich? Ich hasse dich jetzt schon. Hyperball, komm Starmie. Danke, Spiel. So, Leute, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt nochmal zum Dojo zurück. Weil ich denke, da können wir gleich eh noch nicht rein. Und ich will da eigentlich noch nicht vorher reingehen. Ich will da eigentlich erst reingehen, wenn wir im Dojo einmal drin waren. Die Weiterentwicklung gibt's ja einfach schon, Leute. Die fange ich mir aber. Kleines, schönes Schlappohr. Oh, Bohrschnabel. Ich glaube, das überlebst du, oder? Oh. Oder ich überlebe das. Ja gut, ich überlebe das. Super. Hyperball. Hyperball. Also Haspio ist echt cooles Pokémon. Wirklich richtig süß, ey. Und es kann Eistrahl, ja, was viele gar nicht denken. Es kann echt paar über... Oh nein, ich habe Bohrschnabel eingesetzt. Ich bin wieder so blöd. Komm, bitte töt mich. Oder Verwirrung, irgendwas. Nein, da, Verwirrung. Bitte Verwirrung. Ja. Oh, danke, Spiel. Danke, Spiel. Hätte fast wieder einen Fehler gemacht. Aber auch nur fast, Leute, okay? Ich weiß gar nicht, wie viele Parts es geben wird hier vom Pokémon DLC. Ich denke mal, vielleicht so 10. Was haben wir denn noch für Pokémon hier? Was kann ich denn opfern? Hier, Pummeluff opfer ich mal.
Pummeluff. Hallo. Bam. Nächstes Pokémon rufen. Kramor. Und ich hoffe, im Dojo werde ich auch geheilt. Sonst ist es ein bisschen blöd. So, komm. Komm, Schlappohr. Ich hätte dich ganz gern in mein... Hallo, Schlappohr, was soll das denn? Och, jetzt macht es schon wieder Sprungfehler. Ich raste aus. Okay, ich muss gleich meinen Maxax aufwecken. So, Beute. Beleber. Was ist denn Beleber? Da ist Beleber. So. So. Sprungfeder macht, glaube ich, eh nicht ganz so viel Schaden an ihm hier. Fast gar nichts. Deswegen können wir jetzt weiter Pokebälle einsetzen. Ah, knapp. Knapp. Schmeichler, danke. Danke, dass sie mir schmeicheln. Aber aua. So, hier weiter geht's. Ach stimmt, bei Beute, da könnte ich dann die ganze Zeit A drücken, wenn ich das über den Beute mache. Aha, okay. Okay, okay, dann ist das vielleicht die richtige Lösung. Kann ich nämlich die ganze Zeit A draufhauen. Beute, dann... Pokéball und dann hier A. Super. Super, jetzt kann ich wieder A spammen, Leute. Das war eh mein... Ach, wir gucken mal, wir haben es sogar schon. Sehr schön. Feuerschlag. Oh, sehr gut. Feuerschlag ist natürlich sehr cool. Ein Eschern kann weg. Sehr gut. Schlapper behält seine Umgebung stets im Auge. Wenn Gefahr im Verzug ist, setzt es sich mit vernichtender Tritten zur Wehr. Cool. Schlapper ist richtig cool. Ja. Freue ich mich, dass... Oh, da hinten ist ein cooler Wald. Da gehen wir aber noch nicht rein. Denn wir gehen jetzt erstmal wieder zum Dojo. Oh, das ist ein Relikant. Cool. Wir fliegen da vielleicht hin. Ist, glaube ich, leichter. Guck mal, wir sind nämlich schon hier hinten. Was ist da? Ach, das ist die Regenbucht. Ah, das... Oh, das ganze Ding ist die Regenbucht. Ach, und hier sind doch einzelne Inseln. Ich dachte, das spielt sich hier alles nur hier drauf ab. Okay, cool. Finde ich cool. Wabenmeer, Wabeninsel, Fenarchapil, Fleißebene. Cool, ist schon cool. Vaterprüfung, Fokus. Okay, cool. Dann gehen wir erstmal wieder hier hinten hin. Ich trinke mal eben schnell was. Wie heißt der Ort hier? Grußgefilde. Okay. Das war, Leute, schon cool. So. Dann gehen wir jetzt mal da hinten hin. Könnten auch noch überall diese Diktas sein. Aber Abra muss ich noch fangen. Wo ist es hin? Oh, das ist ein Wuffels. Wuffels ist auch cool. Aber wir brauchen das Abra. Wo ist es? Da ist es, da ist es, da ist es. Da ist es. Hallo, Abra. Freust du dich, mich zu sehen? Nein. Oh, wieso das denn nicht? Mann, guck mal, ich fange dich nur. Ich will dich nur fangen. Oh nein, SSN kommt. Nein, mach keinen Teleport. Nein. Tschüss, Abra. Naja. Egal. Wuffels, dann komm du bitte mit. Dann komm du mit. Wuff, wuff. Wuffels, ich bin ein Wuffels. Das ist echt auch, das ist auch süß. Kampf mit hier, Tuchschlag. Bitteschön. Oh Gott.
Steinkante. Okay, geht noch, geht noch, geht noch klar. Tuchschlag bitte. Sehr schön. Knirscher. Oh, Knirscher tut auch weh. Also bei anderen Pokémon. Aber trotzdem. Komm in meinen Ball. Wuffels. Wuffels. Wuffels, Wuffels, Wuffels. Super. Nice. Haben wir auch. Haben wir auch gefangen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, Flampion ist wieder Level Up. Heißt, entwickelt sich auch bald wahrscheinlich. Es ist zwar sehr zutraulich, aber wegen seiner Angewohnheit zu beißen, wird sein Training mit der Zeit zu einer ziemlichen Herausforderung. Oh, Wuffels, du böser Bub, ey. Du bist ja böse drauf. Habe ich hier nicht gerade erst das alles eingesammelt? So, da in der Höhle waren wir auf jeden Fall. Hier hätten wir nochmal eine Abra-Chance. Da können wir mal gucken, ob wir die Chance nutzen können. Aber ich denke, vielleicht haben wir ja das Glück. Hier, werfen. So, komm her. Komm zu Papa. Komm zu Papa, Abra. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, also ungefähr über 100 Pokémon angeblich. Pummeluff hat einfach nichts bekommen. Ist es tot oder was? Kann sein. Kann sein, natürlich. Es setzt seine Psychokräfte selbst im Schlaf ein. Der Inhalt seiner Träume hat Einfluss auf die Kräfte, die es verwendet. Was wollte ich gerade sagen? Weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, wir reden nochmal mit dem Typen hier. Hallöchen! 10 weitere Diktar sind dank deiner Hilfe zu mir zurückgekehrt. Du hast bisher 11 meiner Diktar gefunden, das bedeutet, es fehlen nur 140. Ach, damit werden wir bei mindestens 5 Diktar mit anderen Zeit für eine Belohnung. Ein Mauzi. Ach, als ob ich die ganze Zeit nur Mauzis bekomme. Oh, in eine PC-Box, bitte. Das ist nicht sein Ernst, oder? Jetzt bekomme ich noch ein Flagmon. Ist das ein normales? Ja, ist ein normales. Cool. In eine PC-Box, bitte. Oh nein. Ich wollte den Kingstein wollte ich jetzt nicht aufheben. Ach, doch. Lassen wir mal. Oh, Leute. Okay, von dem Typen bekomme ich wohl die ganze Zeit Pokémon geschenkt. Das ist natürlich cool. Aber wenn er mir jetzt für alle 5 Diktas irgendein Pokémon schenkt, dann ist aber genug. Genug ist auch genug, Leute. Ja gut, wir gehen mal eben hier noch, bevor wir da reingehen. Chanera brauche ich noch, ne? Hab ich gesagt. Das war das Problem hier mit Chanera, dass die ganze Zeit Dings die macht, ne? Okay, schmeißen wir direkt. Und direkt ausgebrochen. Risikotech. Aua. Ah, tut nicht ganz so weh. Dann machen wir Trugschlag. So, das ist nämlich sehr gut. Heilopfer. Oh, ist zum Glück fehlgeschlagen. Perfekt. Hier, komm. Komm in meinen Ball. Ich guck auch weg. Och, nee. Wollte gerade weggucken. So, jetzt aber bitte Chanera. Wie auch immer ihr es ausgesprochen haben wollt. Oh Gott, ich dachte gerade, dass es ausbricht. Aber es hat geklappt. Sehr schön. So, Flampion wieder Level Up. Aufruhr. Ja, Aufruhr können wir auch mal erlernen. Können wir das da wegmachen? So. Den Eintrag haben wir schon vorgelesen. Oh ne, ich wollte es gar nicht in mein Team haben. Nee, mein Team soll es nicht. Danke. So. Ich wollte einmal hier hinten gucken, ob hier noch ein... Oh, hier haben wir nochmal das hier. Aber das haben wir ja gefangen.
Aha, hier ist ein Rundgang, okay. Können wir gleich weitergehen. Hier ist nämlich noch ein Dick da. Hallo Dick da. Das heißt, warte, 150 geteilt durch 5 Leute. 20, 30. Heißt, 30 Pokémon bekommt man? Nee, oder? Als ob man 30 Pokémon bekommt. Von dem Typen. Oder gibt es genau 30 Pokémon, die verschieden sind? Lol. Sieht lustig aus. Das wäre ja schon krass, wenn man einfach alles hinterher geschmissen bekommt. Finde ich persönlich nicht ganz so cool, aber jeder seiner Sache. Oh, da sind sie schon. Ich glaube, ich nehme mal eben hier andere Pokémon im Team. In das Team. Zum Beispiel. Ach, das Problem ist, wir haben ja kaum starke. Wir haben überhaupt keinen starken mit. Ach man, ich wäre am liebsten eigentlich nur mit Marilith und dann alle Pokémon fangen. Das war's eigentlich schon, was ich hier vorhab. Komme ich nämlich wieder mit. Ich liebe dich einfach zu sehr, um dich da verrotten zu lassen. Wir müssen aber nochmal die richtige PC-Box hier anpeilen. Das war die, ne? Es war sie mal. Und da haben wir danach nichts mehr gefangen. Doch. Wir haben Starmie und sowas gefangen. Wo sind die denn jetzt hin? Och nee, Leute. Wo sind die denn jetzt hin? Hier auf jeden Fall nicht. Ah, guck mal, da unten wären noch ein paar Flagmons gewesen. Hier nicht. Hier auch nicht. Ah, hier Wuffels. Abra. Okay, die sind jetzt hier. Ja, gut, ne? Okay. Bisschen blöd, aber ist in Ordnung. Bisschen blöd, aber ist in Ordnung. So, hallo, Leute. Oh je, dann ist die neue Schülerin also wieder nach Hause gegangen. So sieht's aus. Dabei habe ich extra den langen Weg auf mich genommen, um sie abzuholen. Nach unserem Kampf ist sie ganz plötzlich niedergeschlagen davongelaufen. Ach, wie schade. Ich hatte mich so darauf gefreut, ein neues Mitglied in unserer kleinen Familie aufnehmen zu können. Hä? Oh! Hm? Oh! Bist du etwa die Neue, die heute in unserem Dojo beitreten wollte? Nun, es ist so. Aber ja, genau. Das ist sie. Da hat sie wohl ihre Meinung geändert. Welch ein Glück. Haha. Ach, weißt du, ich bin erst so froh, dass wir uns jetzt doch so schnell wiedersehen. Ich freue mich auch sehr, dich kennenzulernen. Wie war noch gleich dein Name? Ich heiße Lynn. Aber klar doch, Lynn. Wobei, irgendwie sagt mir der Name nichts. Ach, das wird schon stimmen. Ich heiße jedenfalls Inya. Oder Inya. Und bin die Hausherrin des Master-Dojos, während mein Mann es leitet. Aber wir sind hier alle wie eine große Familie. Du kannst mich daher einfach Inya nennen. Oh, was macht die denn jetzt hier? Ich hab ihr doch gesagt, sie soll sich vom Dojo fernhalten. So fliegt doch auf, dass ich geflunkert hab. Dieser liebenswerte Sonderling ist Sephora. Wie du mittlerweile schon weißt, sie hat es sich zum Ziel gemacht, Arena-Leiterin zu werden und trainiert dafür bei uns. Ich hoffe, dass ihr zwei gute Freunde werdet. Aha, aber klar doch. Ach, wie unhöflich von mir. Ich kann doch einen Gast, der sich erschöpft von der langen Reise, nicht so lange draußen stehen lassen. Bitte komm doch mit ins Dojo, ignoriere einfach den leichten Schweißgeruch. Alles klar. Wag es ja nicht, mich bei Inya wegen der Sache an der Station zu verpfeifen. Sonst kannst du was erleben. Sonst kannst du was erleben. Aha. Sehr interessant. Hä, war da was? Habe ich mir wohl eingebildet. So, hier haben wir noch einen Dick da. Hallo Dick da. Was ist denn? Achso, da unten ist noch ein Typi. Ein Typi de Rupi. Ah, ich wusste, da ist nur ein Dick da. Ein Zweig eines Baumes namens Galanus, der in Teilen der Galar-Region wächst. Er dient als Material zur Herstellung von Schmuck für bestimmtes Pokémon. Oh, es gibt Schmuck. Sehr interessant.
Oder unten sind Weizenfelder oder so. Ne, irgendwelche Blumen. Irgendwelche Blumen. Oh, hier haben wir noch was. Mini-Pilz. Und ein Pokéball. Expertengurt. Super, dann gehen wir noch einmal auf die andere Seite gucken. Auf dem Beet. Ah, da kann man nicht drauf, okay. War hier hinten was? Ja, hier ist natürlich was. Hallo, Dick da. Ihr seid super versteckt. Sehr interessant. Verstecken kann auch Pokémon, alles klar. Wer auf die Idee kam, weiß ich auch nicht. Das ist so wie mit mit Zygarde, als man die ganzen Kerne suchte. Das war auch eine Arbeit, ey. Boah. Fokusschuss, oh, Fokusschuss ist cool. Ey, keine Sorge, wir gehen gleich da rein. Was haben wir da? Ach, hast du auch wieder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. So, Dickdaschen. Aber Zygarde war nicht allzu. Ja, ne? In so kleinen Bereichen versteckt. Alter Weilord, ey. Ich find's cool, dass du da bist, ja, aber irgendwie bewegst du dich nicht. Als ob du da schläfst. Ist ein bisschen seltsam. Aber immerhin haben sie dich jetzt größer gemacht. Das ist ja auch was, ne? Sehe ich auch. Sehe ich auch. Muss schon sagen, das Dojo sieht schon cool aus. Etwas wenige Fenster, aber wir gehen mal rein. Okay. Aha. Alle mal herhören. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Das hier ist Lynn. Sie wird ab heute gemeinsam mit euch trainieren. Willkommen im Master Dojo. All unsere Schüler trainieren stets fleißig und ernsthaft. Sie sind mit Herz und Seele dabei. Du stehst nicht in meiner Schülerdatenbank, aber du stehst in unserem Dojo. Ach, das sieht man aber selten, dass du einen Neuling begrüßen kommst, mein Schatz. Das ist mein Sohn Hortensio. Bist du ein Systemfehler oder so? Hier, das sollst du mal ausprobieren. Eine EP bin, okay. Was ist das denn? Ein Glücksbringer, der Pokémon mehr Erfahrungspunkte erhalten lässt. Als ob wir jetzt zusätzlich zum EP-Teiler nochmal EP bekommen. Da steckt von mir entwickelte Technologie drin. Spiel also ja nicht daran rum, sonst machst du es genau kaputt. Er ist ein geschickter Bastler und Tüftler allerlei Dinge aus. Ich bin so stolz auf ihn. Und der umwerfend gut aussehende Herr dort hinten ist mein lieber Ehemann. Er leitet das Master Dojo. Hallo, ich bin Master Maastricht. Ich bin der Master Maastricht. Bei Pokémon-Kämpfen bin ich zäh wie eine Schuhsohle. Freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Schanke Dön, mich freut's auch. Hehe, du bist auch eine Ulknude, was? Das gefällt mir. Mein Mann erlaubt sich gerne mal einen Scherz, aber lass dich davon nicht täuschen. Wenn er ernst macht, ist nicht mit ihm zu spaßen. Also dann, Liebling, den Rest überlasse ich dir. Jawohl, ja, ja. Auf den nächsten Teil freue ich mich immer am meisten. Wir zwei legen jetzt nämlich ein kleines Kämpfchen aufs Parkett. Ich muss schließlich herausfinden, was du so auf den Kasten hast. Bist du bereit? Sag Bescheid. Oh, das schreibt sie sogar. Bist du bereit? Sag Bescheid. Na, ja klar bin ich bereit. Angst, Potter, träum weiter. Gut, dann kann es losgehen. Zeig mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ich zeig dir nicht nur das, sondern auch noch ganz viel mehr, Herr Maastricht. Ein Linfu. Interessante Wahl. Ich hab ein Marillo. Du weißt, Käfer. Jawohl, ja, dann zeig mir mal, was du so drauf hast. So, ich mach Käfertrotz. Das sollte nämlich viel Schaden machen. Oh, es kann als erstes darf als erstes angreifen. Das war natürlich nicht so cool. Nimmst du dein Pokémon bestimmt zurück? Nee, nimmst du nicht? Okay, cool. Bitteschön. Oh, Gott, ich habe mich vertan. Käfer war gar nicht effektiv. Sorry. Kehrtwende. Okay, aua.
Tat ein bisschen weh, aber auch nicht zu sehr. Was bekommen wir jetzt? Oh, Chinox! Ah, süßestes Pokémon mit Haspi. Oh. Aus Generation 4. Kampf mit. Wir machen mal Psychokinese. Tschüss, Chinox. Aber, ne? War schön mit dir. War schön mit dir. Oh, mein Pokémon sind geheilt außerdem. Ne, weiterkämpfen bitte. Hoho, da hast du mich aber ganz schön in die Enge getrieben. Ja, natürlich, Herr Maastricht. Also dieser Name, ne? Maastricht, ne? So seltsam. So seltsam. Kommt Psychokinese und weg mit dem. Och, jetzt kann er schon wieder einen Mogelhieb machen. Ich raste aus. So, jetzt geh weg, Linfu. Sehr schön. Oh, das war sehr effektiv. Jetzt machst du mir aber keine Angst. So, war es das? Weiß es nicht. Ja. Gibt's mir Geld? 8500, danke. Danke, ihr könnt außerdem in den Kommentaren schreiben, falls ihr lieber wollt, dass ich das mit anderen Pokémon durchspiele und nicht Magielied. Wer ist sie bloß? Da müsst ihr es nur schreiben. An deinem Kampfstil erkennt man, wie viel Fürsorge du deinem Pokémon entgegenbringst. Es mag vielleicht sein, dass du nur versehentlich bei uns gelandet bist, aber solange du bereit bist, hart zu trainieren, bist du hier im Master Dojo stets willkommen. Trainiere fleißig an der Seite deiner Mitschüler, helft einander dabei stärker zu werden, okay? In diesem Sinne, hier ist dein Dojo-Set. Du hättest das Dojo-Set. Cool, dass meine Hand über seine Hand war und ich so das gar nicht nehmen konnte. Oh Gott. Wieso habe ich denn dort? Mit dieser Kleidung bist du jetzt offiziell eine Schülerin des Master-Dojos. Hey Neuling, wenn du dich umziehen möchtest oder eine kurze Pause brauchst, kannst du das Zimmer da drüben nutzen. Ach, ist das nicht dufte? Mit der Ankunft von Lin haben wir endlich die maximale Schüleranzahl erreicht. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens oder zumindest des Trainings. Jeden von euch werden nämlich 3 Prüfungen gestellt. 3 Prüfungen? Ach, wir haben auf eine bestimmte Schüleranzahl gewartet. Wer alle 3 Prüfungen bestanden hat, erhält die Geheimrüstung des Dojos, mit der einem jeder Sieg sicher ist. Eine geheime Rüstung? Die muss ich haben. Das hört man gerne. Dann erkläre ich euch jetzt, was es mit der ersten Prüfung auf sich hat. Aber Meister, ich habe noch gar kein Dojo-Set bekommen. Es ist so unfair, dass sie eins bekommen hat. Das macht mich echt traurig, Schnief. Ach, habe ich tatsächlich vergessen? Hoppala, mein Fehler. Aber keine Sorge, ich habe noch ein Set für dich, Sephora. Hehe, Hartnäckigkeit zahlt sich nicht aus. Jetzt bekommt sie irgendwie einen Rotz oder so. Sephora erhält da... Fleck! Wie? Was war das denn? Nein, es ist weg, mein Dojo-Set ist weg. Nam nam. Hm? Fleckmann! Was für ein Tempo. Waren das etwa diese Fleckmanns? Ich habe noch nie so flinke Fleckmanns gesehen. Hey, gib mir sofort mein Dojo-Klamotten zurück. Fleck, Fleckmann? Fleck? Fleck, Fleck, Fleck? Mann, Mann, Fleckmann. Mann, 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 Mann. Hier geblieben, ihr Diebe! Ups, da habe ich sie wohl etwas zu früh aus ihren Pokebällen gelassen. Hehehehe. Meister, was war das denn eben? Das, mein Liebe, war der Startschuss zur ersten Prüfung. Es geht darum, diese 3 fantastische, flinken Fleckmann, die ich eigenhändig trainiert habe, einzuholen und zu besiegen. Wo ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gleich Sephoras Dojo-Set zurückholen. Was? Gut, alle Klarheiten beseitigt, dann macht euch mal auf die Socken. Okay, alles klar. Ja, Leute. Warte. Oh Gott. Wie die alle gucken. So lustig. Oh, die laufen alle. Zyrokex. Ah, süß. Ich liebe es. Okay, Leute. Das war's mit diesem Part. Nee, komm, lass mir so. Das war's mit diesem Part. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamitor dran. Und ciao.